Ich glaube, das wird der coolste Raum hier. Da freue ich mich total drauf. Mega. Ja, ist schon schön. Stell dir vor, du stehst hier und kochst. Das ist doch cool, oder? Ja. Kleiderbügel hast du dran gedacht, oder? Werden neue Lampe, Vorhänge, wird alles hinterher nicht wiederzuerkennen sein. Noch steht die Architektenvilla in Weinheim leer, doch schon bald wird sie komplett eingerichtet sein. Der Spediteur aus Holland bringt die geliehenen Möbel und Immobilienmaklerin Christin Wassmer kann es kaum erwarten, loszulegen. Ja. Oh, ist ja voll bis oben. Na, da haben wir ja wieder was zu tun heute. Ich liebe es, wenn eine Immobilie schön präsentiert ist. Einfach nur Bilder machen von der Immobilie, wie sie ist, das genügt mir einfach nicht. Ich möchte einfach den perfekten Auftritt der Immobilie haben. Das Designkonzept für die Inneneinrichtung sprechen Maklerin und Homestagerin schon im Vorfeld miteinander ab. Dann werden die Möbel bestellt. Natürlich ist die Herausforderung, die Vorzüge der Immobilie einfach perfekt darzustellen und das Design des Hauses bzw. das Haus darf dabei auch nicht in den Hintergrund treten. Homestaging, ein Trend, der aus den USA kommt, sich aber auch in Europa immer mehr durchsetzt. Der Möbellieferant aus Holland hat doppelt so viele Aufträge wie noch letztes Jahr. Nee, das weiß ich. Der kommt unten in das Büro. Wenn man das richtig anfasst, wird da einfach viel mehr rausgeholt. Ja, wenn man eine Wohnung schön macht, dann sieht einfach besser aus. Ist mit Frau so, ist mit Autos so. Ja, das verkaufe ich einfach besser. Das ist einfach so. Die Möbel sind jetzt für 3 Monate geliehen. Das lohnt sich, um die Immobilie attraktiver zu machen. Angesichts der großen Nachfrage und hoher Preise erwarten Käufer auch etwas für ihr Geld. Ich würde sagen, 99% unserer Kunden haben eigentlich keine Vorstellungskraft bei gerade kleinen Räumen. Das heißt, die kommen rein und wissen, okay, so und so kann ich das einrichten. Es entsteht gleich irgendwie eine Emotion. Oh wow! Oh mein Gott! Das ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders als vorher, ja. Aber toll. Die Eigentümerin hat eine enge Bindung zu dem Haus, das ihr Vater geplant hat. Ich fand das Konzept sehr cool mit diesem Homestaging. Man bekommt gleich das Gefühl, man geht in so eine Immobilie rein. Und am besten auch, ich würde hier am liebsten einziehen. Für den Verkäufer ist der klare Vorteil, es geht viel schneller. Unsere Objekte sind im Schnitt nach 4 Wochen beurkundet. Wenn Immobilien zu lange am Markt sind, dann verbrennen die im Endeffekt. Und es gibt auch eigentlich fast keine Preisverhandlung. Weil die Leute wissen, wenn ich jetzt nicht sage, ich nehme das Objekt, dann kommt ein anderer. Nachdem alles fertig eingerichtet, dekoriert und fotografiert ist, gehen die Bilder online. Die Besichtigungen können beginnen. Ist es wie auf den Bildern? Viel heller. Wird ein bisschen größer. Viel größer. Toll. Wir könnten jetzt sagen, wir wollen nur das Haus kaufen. Aber wir könnten auch sagen, wir wollen die komplette Einrichtung so, wie es ist. Wenn Sie den Dekoapfel möchten, können Sie den auch einzeln kaufen. Also ich nehme den Dekoapfel. Den Dekoapfel, sehr gut. Aber das Haus nicht. Fehlt hier auch, ich kann es mir viel besser vorstellen, als wenn ich jetzt in so einem leeren Haus stehen würde. Finde ich toll. Ja, du kannst dir ja das meistens noch relativ gut vorstellen, genau, aber ich habe überhaupt keine, gar keine Vorstellung. Ja. Wir können dann gerne noch mal nach oben kommen zum Schluss, kein Problem. Also schon bei den ersten Besichtigungen war klar, wir werden einen Käufer haben. Und am Ende des Tages, des ersten Besichtigungstages, wurde auch direkt reserviert. Eine 5-köpfige Familie wird bald hier einziehen und sie behält auch die Möbel. Der Aufwand hat sich für rund 1,4 Millionen Euro Verkaufssumme also gelohnt.